Hi und herzlich willkommen zurück hier bei uns auf unserem Kanal Anders quer um die Welt. Hallo. Und zwar ist es jetzt unser erstes Video seit ganz, ganz, ganz langer Zeit jetzt mittlerweile auch schon. Und ja, das wollen wir euch heute auf jeden Fall in diesem Video mal ein bisschen erklären, warum das so ist. Also in der Zwischenzeit ist auf jeden Fall jede Menge passiert und ja, es ist etwas eingetroffen auf jeden Fall. Also wir haben ja gesagt, wir wollen mit euch echt wirklich alles teilen, was uns echt wirklich nach hinten gehauen hat. Und zwar, wir sind Ultra-Rookies in Sachen, also Anfänger in Sachen Videos und Fotos einigermaßen. Und jetzt ist halt Folgendes passiert, wir haben irgendetwas in unserer Kamera verstellt und alle Videos sind jetzt durcheinander. Und wir haben so viel Videomaterial angesammelt und wir hätten nie im Leben gedacht, dass das so ein Aufwand wird, dass wir da irgendwie hinzubekommen, das alles zusammenzuschneiden und, weiß nicht, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schwierig. Genau, deswegen haben wir jetzt halt die ganze Zeit da mit verbringen müssen, jetzt alles zu sortieren, alles zu schneiden und so etwas. Und jetzt werden auf jeden Fall die nächsten Tage definitiv die Videos rausgehauen. Wir waren in der Zeit halt erstmal in Bing, waren einen Monat sozusagen unsere Mama besuchen. Wir haben zusammen ein paar Sachen unternommen und hatten halt eine schöne Zeit. Und dann sind wir nochmal einen Monat zu unserem Papa halt gegangen, waren in Dortmund. Auch bei unserer besten Freundin sozusagen, waren wir dort auch gewesen. Genau, und bei unserer besten Freundin, Schwester. Wir haben sozusagen so eine kleine Abschiedsrunde gemacht. Und jetzt waren wir sozusagen, jetzt ist im dritten Monat sind wir wieder bei Mama. Natürlich machen wir auch uns gleichzeitig auch versuchen, eine schöne Zeit zu machen. Aber in erster Linie geht es momentan halt die Vorbereitung für die Reise. Wir versuchen die Webseite hinzukriegen. Und halt die Videos sortieren, Bilder bearbeiten, halt wirklich jetzt kurz bevor wir losgehen, alles fertig zu kriegen. Genau, ganz kurz reingehauen, die Website, wir sind halt gerade dabei, einen Blog zu starten und stehen da gerade in Kooperation mit dem Jan von happygaia.com. Wir können das gerne unten mal auch verlinken. Super, super, super liebe Menschen. Viele Grüße an euch auf jeden Fall. Und ja, der Jan, der hat uns halt eine Seite programmiert, über Processwire nennt sich das. Und da sind wir jetzt gerade halt momentan daran, das alles zum Laufen zu bekommen auf jeden Fall. Und dann werden wir halt auch einen Blog haben. Ja, genau. Weswegen wir uns auch noch nicht gemeldet haben, war halt, einmal zwischendrin ist Ahmed echt wirklich richtig krank geworden. Ich hatte so ein Gesicht. Jetzt ist so ein, aber seine Lippe, also wir können euch auch gleich mal ein Bild einblenden. Auf jeden Fall, das war wirklich echt nicht schön gewesen. Also sein ganzer Zahn hat sich entzündet und der hat hier oben jetzt immer noch eine Zyste sitzen und ihm wurde angeraten, die entfernen zu lassen operativ, aber wir haben uns dagegen entschieden, ja, weil genau. Wir halt der Meinung sind, der Körper macht das schon so, wie er das machen möchte und das hat auch einen Grund, warum das so ist. Im Nachhinein fand ich sogar als Fehler, dass ich Antibiotika genommen habe und so weiter. Ja, genau. Man lernt ja aber aus Fehlern. Richtig. Was wird als nächstes kommen? Und zwar, wir haben ja über die Weihnachtszeit und bis hin in den Silvester rein, haben wir so ein Experiment gestartet. Und zwar haben wir ein Vergiftungsexperiment gestartet. Und wir leben beide die ganze Zeit eigentlich vegan. Und jetzt gerade momentan sogar roh vegan. Ich habe schon 8 Kilo abgenommen. Voll gut. Und genau, machen das jetzt halt... oder haben das über diese Zeit gemacht, dass wir halt wirklich wieder auf Omnivore zurückgestiegen sind. Das heißt, wir waren wieder Allesesser gewesen. Genau. Haben Fleisch, Milch, Käse, Eier, Fisch, alles halt wirklich gegessen. Haben das dann auch noch auf die Spitze getrieben und haben an einem Abend auch Alkohol, also und wirklich... Zigaretten? Genau, Schnaps und Zigaretten dazu genommen. Aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Ehrlich? Auf jeden Fall. Genau, und das haben wir jetzt halt aufgesplittet in ein paar Teilen und wir haben von 22. bis zum 25. Dezember jetzt Videos gemacht und danach das Experiment 1, 2 und 3. Und da zwischendrin haben wir dann halt noch danach die Abreise und so etwas gefilmt und jetzt vor kurzem halt wieder ein paar Sachen gefilmt. Und die Videos werden auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit kommen. So, die Videos sind halt so aufgebaut, dass die Weihnachtsvideos, also sozusagen vom 22. bis zum 25. Dezember, haben wir uns halt wirklich begleitet, wo wir halt bei unserer Familie und Freunde über die Weihnachtstage gewesen sind, was wir dort gegessen haben und so weiter. Und ja, das werdet ihr dann auf jeden Fall halt alles sehen. Ja, genau. Das leckere Essen. Es gibt aber ein Problem. Und zwar, wir haben damals echt wirklich... keine Ahnung gehabt. Genau. Wir haben die Sony A6300, haben keine Ahnung gehabt, was für Linsen da dran kommen oder sonstiges. Wir haben einfach versucht, andere YouTuber nachzumachen. Genau, wir sind einfach mit einer anderen Kamera quasi reingegangen und haben irgendwelche Setups halt nachkopiert mit Metabones und Canon. Ihr werdet hören,
das Objektiv hat die ganze Zeit versucht zu fokussieren. Ihr werdet irgendwie das mal ticke hören, wie das versucht zu fokussieren. Ja, und Einstellung hatten wir auch noch nicht so drauf. Also sind die Bilder echt manchmal unterbelichtet und verrauscht. Gott, Leute, das ist so verrauscht. Und wir mussten uns so Plugins, also die Mama, die hat uns ganz, ganz tatkräftig unterstützt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, Mama. Weil wir haben halt auch Plugins und so etwas dann halt uns kaufen können. Neat Video und so etwas, um das Rauschen ein bisschen raus zu rechnen. Und ja, das auf jeden Fall, wundert euch bitte nicht, wenn da öfters wirklich mal eine schlechte Bildqualität kommt. Also Stefan hat schon das Beste rausgehauen, der hat sich die Augen eckig bearbeitet. Also, ja, jetzt ehrlich, ey. Und ich bin gerade immer noch dabei. Es wird aber auf jeden Fall von Mal zu Mal besser, definitiv. Und wir sind jetzt gerade halt dabei, sogar halt mit den Color Grading und so bin ich jetzt auch schon fast relativ eigentlich durch, die Sachen zu lernen und so. Und auch die, gerade lerne ich ein paar Effekte oder so und hier unten in Bing sind auf jeden Fall schon bessere Videos entstanden und die kommen halt aber einfach nach den Experiment-Videos. Also freut euch schon mal auf gute Qualität. Ja, genau. Juhu. Gute Qualität kommt. So, genau, das war's jetzt eigentlich schon mit dem Video. Wir wollten das halt nur mal ganz kurz erwähnen. Uns geht's super gut auf jeden Fall. Wir sind halt jetzt gerade im Endspurt. Gestern noch ist eine Überraschung. Wie viele Tage? 3 Tage, ne? Ja, drei Tage. Dann sind wir unterwegs mit der Tasche. Richtung Schweiz erstmal. Ja, genau. Und gestern ist eine Überraschung passiert auf jeden Fall, also vorgestern und gestern. Aber das werdet ihr dann auf jeden Fall auch noch im Video sehen. Wir wurden auf jeden Fall überrascht. War sehr cool gewesen, wirklich. Und ja, genau. Wir werden jetzt dieses Video sozusagen heute noch schneiden und heute auch hochladen. Die nächsten Videos werden in den nächsten, also bis zum 9. werden auf jeden Fall jetzt die Videos veröffentlicht. Da könnt ihr euch wirklich zu 100% drauf verlassen. Ja. Das, wir machen, also wir nehmen jetzt bald, also diesen Hintergrund werdet ihr jetzt öfter sehen am Anfang, weil wir nehme ich jetzt gleich die ganzen Anmoderationen und ja, die genau. Endcut und so etwas halt alles auf, damit ich das heute alles fertig schneiden kann auf jeden Fall. Ja. Genau, das war ein kurzes Update von uns beiden. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gut geht und wir melden uns die Tage auf jeden Fall bei euch und ja, hinterlasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo und teilt alles weiter, weil jetzt geht's wirklich los auf jeden Fall und wir werden halt, wie gesagt, nur mit unserem Rucksack draußen in der Natur schlafen. Wir müssen auch nochmal gucken, wie wir das mit den Videos hochladen machen und so. Das wird auf jeden Fall echt alles spannend. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Und wir würden sagen, seid anders. Schaut unsere Videos. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Tschüss.